Hallo hier zusammen, ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together DayZ. Endlich geht's mal weiter. Ich habe ja im Infovideo schon mal gesagt oder auch bei Facebook geschrieben, dass es da ein paar Probleme gab, ich nicht spielen konnte und demnach auch nicht aufnehmen konnte. Ich fahre hier gerade mit dem Mike, der auch wieder mit dabei ist, im wunderhübschen Ural, bisschen durch die Gegend und ja, wir sammeln jetzt erstmal die anderen noch ein, denn wir sind diesmal nicht nur zu zweit oder zu dritt, nein, wir sind diesmal sogar zu sechst und da ich gerade nicht Teamspeak offen habe, weiß ich gerade gar nicht genau, wer wir jetzt alle waren, aber auf jeden Fall ist der Turbo-LP mit dabei, der kann man kurz... Hallo. Genau. Der war schon mal mit auf dem Server, ich weiß nicht... Da haben wir letztens nochmal, was waren das? Irgendwie Part 44 oder sowas? 43. Da kam er und sein Kumpel, das ist der Alex. Der Schock-LP, genau. Jo, hallo. Die beiden waren schon mal hier auf dem Server, aber das haben wir bloß mal bemerkt, als wir die Playerliste aufgemacht haben. Und ja, jetzt spielen wir hier mal ein bisschen zusammen. Außerdem ist noch mit dabei der Mark. Jo, hallo. Und einer war noch. Timo, stell dich vor. Achso, genau. Ja, der Team. Achso, genau. Ich wusste irgendwie schon, dass du mich irgendwie vergisst. ja, okay. Wir sind am Ortschritt von Kamenko. Achso, das ist sehr schön. Ich bin jetzt an der Kamenka. Straße. Ich auch. Ich glaube, dass es Kamenka ist. So eine Stadt an der Küste. Mike, sollten wir. Wir rennen ja zum nächsten Kamenka. Mike, sollten wir hier so stehen bleiben? Nein, sollten wir nicht. Wir sollten gar nicht hier stehen bleiben. Na, dann fahr wirklich mal ein bisschen. Ich hab Angst, dass wir dann irgendwie. Ne? Nicht, dass wir kein Banker haben oder was? Ich kann auch. Also, das ist nur dahinter. Oh, komm, ja, also da ist gar nicht wieder, wenn jetzt auch. Achso, ja. Übrigens, ich wollte jetzt mal ein bisschen erzählen. Habe ich euch ja versprochen, dass ich euch mal kurz sage, wie das Ganze abgelaufen ist, warum ich kein DayZ spielen konnte und warum ich jetzt wieder spielen kann. Und zwar war das so, dass ich, als ich damals beschlossen habe, mir DayZ zuzulegen, Rainer gleich mal gefragt hat, ob der eventuell auch Interesse daran hätte, weil ich das eben ungern alleine spielen wollte und ja, der wollte das gerne machen. Hat sich dann Operation Arrowhead gekauft und ja, Arma 2, da reicht die Free Version. Wer ist denn das hier? Wer ist das hier? Fahr! Simon. Wer ist denn Simon? Fahr mal, fahr, beweg dich! Beweg dich! Der soll nicht einsteigen! Wer ist denn Simon, wenn ich fragen darf? Wer ist niemand hier aus dem Test? Ja, könnte nicht wissen. Dann beweg dich mal. Ja, ja, jedenfalls Operation Arrowhead, das hat Reinhold für uns beide. Wow. Sind wir eben gesprungen, lol. Hat er für uns beide geholt, was ich übrigens super nett fand. Dann gab es aber ein kleines Problem mit Steam und zwar hat Steam dann die Zahlung nicht mehr ganz anerkannt und das heißt, Reinhold und mir wurde Operation Arrowhead sozusagen entzogen. Wir konnten nicht mehr drauf zugreifen und demnach auch kein DayZ mehr spielen. Da gab es dann Probleme, wenn ich joinen wollte, stand dann auf einmal Bad Key und sowas. Ja, dann war erstmal Pause. Reinhold hat den Support kontaktiert und die meinten, ja, die machen das, kann aber ein bisschen dauern. Und dann habe ich jetzt ja etwa einen Monat gewartet und ist nicht viel passiert. Und ja, jetzt hatte ich langsam echt keinen Bock mehr, darauf länger zu warten. Außerdem hatte ich wieder hammer viel Bock auf DayZ und wollte endlich wieder aufnehmen. Und dann habe ich überlegt, ob ich mir nur eine Operation Arrowhead nochmal neu kaufe, weil ob das Ganze funktioniert, konnte ich ja nicht wissen. Ich habe es dann aber gemacht, habe es mir geholt, habe dann... Was habe ich dann gemacht? Ach ja, genau, nochmal neu gekauft. Da war es auch wieder da, ich konnte es spielen, aber wenn ich dann auf einem DayZ-Server gespawnt bin, ist wieder der gleiche Rotz passiert. Das heißt, war ich zum Kotzen. Dann war sowieso wieder meine Depri-Phase und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und der einzige Ausweg war dann für mich, nochmal alles runterschmeißen und nochmal alles neu rauf. Das habe ich gemacht, hat ein Weilchen gedauert, weil bei meinem Internet, wisst ihr ja, das Runterladen dauert ein Weilchen. Und als es dann fertig war, ja, DayZ war drauf, ich bin gejoint und ich war drauf. Und das ist, ich kann euch sagen, das ist wie ein halber Orgi, wenn ihr nach so einer Zeit wieder auf dem DayZ-Server steht. Das ist wirklich hammergeil. Ich habe mich so riesig gefreut und genauso freue ich mich jetzt auch wieder hier zu. Ich stehe auf dem Boden. Ich liege hier auf dem Boden. Ja, ja, steig ein. Naja, ich bin gerade gestorben. Wer steckt jetzt? Wer steckt denn jetzt hier? Ich bin gerade entweder Nano oder Elect. Das ist jetzt einer von uns. Na, wer ist denn jetzt eingestiegen? Junge, ich bin drin. Wer ist denn das? Marvel P. Achso. Ja, du warst fertig? Also ja, ich bin soweit fertig. Okay. Ja, schön. Also ich bin jetzt hier auch so in Kamenka. Im Kamenka, ne? Also doch Kamenka. Ja, ja, ja. Ja. Wo das ist Hammer der gerade? Da rennt doch jemand, da rennt doch tatsächlich der Gefahr. Da war gerade ein Steam,
der wollte sich ja der Rennen halt. Das ist eigentlich gerade mit Alex passiert, der ist selbst nicht gestorben. Ja, ich bin bei sich. Bin ich auch. Ach du Scheiße, hier ist wer. Ja, ihr merkt schon, also mit 6 Leuten ist da natürlich auch ein bisschen mehr los. Wir müssen mal ein bisschen drauf achten natürlich, dass wir da nicht dem anderen ins Wort fallen, weil dann wird da so ein riesiges Durcheinander, was wir auch schon ab und zu wissen. Minecraft-Community-Ding haben. Übrigens nimmt der Teufel-LP, der auch mit bei ist, soweit ich das verstanden habe, auch mit auf. Natürlich, meine Sicht natürlich auch mit auf, genau. Ja, vielleicht ein bisschen für euch, dass ich jetzt so lange nichts gedacht habe, aber ich darf nicht mal vielleicht nicht ins Wort fallen, weil so viele Leute stehen wirklich sonst sehr schnell durcheinander, natürlich nicht. Deswegen fällt jetzt mein sonstiges Gelaber ein. Da gelesen, wie hast du ihn getötet? Okay, ich bin neu gespawnt in Kamenka. Gut. Alle in Kamenka ziehen, willst du sterben oder nicht? Wo in Kamenka seid ihr? Weil ich bin jetzt mal noch komplett durch den Aufbau. Lauf mal raus, wenn dann küsst du kurz dann links die Straße. Vielleicht hörst du es auch schon. Ja, außerdem, ja, ihr seht schon, der ein bisschen laggen tut es hier. Bist du das? Er läuft. Ja, da sind 2 Zombies und ich. Zwei? Du hast hier ja schon viele. Lol, hier sind 2 Spieler. Sind das 2 Spieler? Seid ihr 2 Spieler von uns oder? Nee, es ist. Wo ist der andere Spieler? Ich habe hier eine Meinung. Nee, das waren Zombie. Simon Typen gesehen. Der ist da auch in der Nähe rumgelaufen. Aber ich bin jetzt der auf der Straße läuft, genau auf euren LKW zu. Wer ist das? Kann es das sein, dass du gerade das ganze Dorf da rausgelaufen hast? Ja, das ist möglich. So, wartet hinten einsteigen. Wer ist denn das jetzt überhaupt? Das bin ich nicht. Oh Mann, ich muss gleich echt nochmal Teamspeak aufmachen, damit ich hier sehe, wen ich spiele. Ist doch egal, fahr mal weiter. Die ganzen Zombies! Ja, kaum ist der Teufel in der Stadt, rennen ihm die ganzen Groups hinterher. Ist mir ja nicht anders gewöhnt. Alles Fanboys, die sind aber ganz schön hässlich. Hier dahin ist es, Simon. Ich könnte mir Gedanken machen. Ich kann es mir nicht aussuchen. LOL! Alter! Fabi, wer läuft denn das hier? Wollen wir ihn töten? Nee, ich muss gleich irgendwie nochmal die Aufnahme unterbrechen, weil ich erstens Teamspeak ein bisschen lauter machen muss und zweitens Teamspeak aufmachen muss, damit ich hier mal sehe, wer spricht, ansonsten komme ich mit den Namen nicht klar. Ja, alle Waffen. Ich bin toll, du fährst bei mir voll mit. Wohin fährst du? Ja, bei mir auch. Das leckt gleich. Ja. Fahr den Berg hoch, Mike, fahr den Berg hoch! Das schaffst du! Stella. Ich bin. LOL, wie das aussieht! Ja, Timo ist okay. Hä? Der LKW, jetzt gehst du. Ja, das ist bei mir aber auch, das liegt am Server. Sieht auch ganz interessant aus. Wie so, wie ich es mir jetzt wie wir hier so hängen. Ist ja so zack, und plötzlich bist du schon im Wasser. Meine Maus hängt. Timo spawnt einfach nur deine Maus. Okay, dann würde ich sagen, weil wir hier gerade hängen, mache ich mal ganz kurz einen Schnitt und mache den hier nochmal im Sound und so. Bis gleich. Genau. Bis gleich. Ja, selbst nachdem ich den Sound bei Teamspeak lauter gemacht habe, sind die anderen Mitspieler leider noch immer etwas leise, zumindest im Gegensatz zu mir oder zu den Fahrzeuggeräuschen, wie ihr ja eben auch schon gehört habt. Das ist natürlich ein bisschen schade, gerade in so einer 3-Stunden-Aufnahme. Es ist dann immer ein bisschen kacke, aber nachdem dann erstmal die lauten Fahrzeuggeräusche weg sind, sollte das, denke ich, gehen. Ich bitte das auf jeden Fall zu entschuldigen und bei der nächsten Aufnahme, denke ich, werden wir das auch ein bisschen besser hinkriegen. Und jetzt geht's weiter. So, da sind wir wieder. Wir haben uns wieder bewegt, wir stehen jetzt hier und hier links neben mir. Hier hinten aufhalten. Ach komm. Den Simon, den töten wir jetzt. Wo ist der denn? Der läuft da hinten hoch, den Berg. Ich lieg bewusstlos in Komarovo. Hast du eine Sniper? Ich schau dir mal zu, was ist für eine Waffe? Eine M4. Ich hab eine MP5. Du hast eine MP5. Schalldämpfer. Junge, schalldämpft, ja. Ja, ich hab eine M9. Ich switch mal eben drüber zum Fahrer, falls ich wegfahren muss. Ja, das C2. Ihr habt keine Waffe mehr für mich, oder? Gar nichts. Nee, leider nicht. Nee. Schau mal Moral nach. Ich weiß nicht, ach, ich hab das nicht. Ach, jetzt, ich wurde nicht gekillt. Nix. Ich bin eher verhungert und verdorstet bin ich. Alter, hup nicht. Aufpassen, es wird geschossen. Ich hab einen Schuss gehört. LOL. Okay, ich steig ein. Also wir sind schon mal 4. Wo sind die anderen beiden? Wer fehlt denn jetzt noch? Ja, ich glaube, Kamenka. Alex fehlt noch im Team. Alex ist in Kamenka. Das ist ja und ich lieg bewusstlos in Komarovo und die Zeit läuft nicht ab. Ihr seid doch alle in Kamenka, oder? Ja, wir sind auch in Kamenka. Wir sind am östlichen Ende davon. Kommt mal alle zum Leuchtturm bei Kamenka. Östlichen Ende. Der Leuchtturm, der ist rechts von uns, ja. Einfach zum Leuchtturm kommen. Aber ich sehe diesen Simon nicht mehr. Ich habe ihn auch bis jetzt noch nicht gesehen. Der ist auf dem Berg, Oben drauf. Meint ihr? Ja. Er hat nämlich eben auf der Hülle, also auf den Berg geschossen. Die Sanduhr läuft nicht ab. Ja, hast Pech gehabt. Ja. Ich geh mal gucken. Was ist das denn für ein Bug? Viel Spaß, Teufel. Viel Spaß beim Sterben. Nee, ich guck ja nur. Ich hab auch ein Fernglas, ich kann auch schauen. Also bei mir läuft jetzt erstmal der Sie wieder relativ flüssig. Hast du einen Rangefinder? Ja, hab ich.
Da sind irgendwelche Leute an einem Berg, kann das sein? Ja, genau. Ach. Zombies ja, am Berg. Ja, das sehe ich so in 500 Meter. Ja, ich sehe da hinten auch jemanden. Du läufst da auch so über die Straße gerade, quasi. Ja. Bist du gerade über die Straße gelaufen? Wer sitzt hier mit mir im Auto? Okay, dann komm mal an den Schiff. Da komm mal hier lang. Ich seh Simon. Der hat nur eine Axt. Jetzt habe ich. Hä? Jetzt ist mein Daisy abgekackt und ich kann es nicht mehr starten. Ja, immerhin eine Axt. Also die Axt würde ich da wenigstens schon mal nehmen, ne? Ja, dann. Wer will denn jetzt? Der soll aber neben mich kommen. Ich geh mal da beide mal hin. Ja. Achso, ja, ich hab keine Waffe leider. Jetzt, doch, ich komme mit dir, ich nehme dann die Axt. Fabi, fährst du kurz mit? Achso, okay. Oder bleibst du da? Ja, egal. Ich komme mit. Gut, dann fahren wir aber so. Also ich habe gerade jemanden, siehst du, der da hinten direkt rechts von der Straße steht. Bandit, ja. Also alle links, dass Fabi rechts vorbeifahren kann. Ja. Was der steht da immer noch und der guckt sich die Zombies an. Da sniped jemand. Im Ernst? Ich meine, ich habe gerade einen Schuss auf uns gehört. Oh Gott, von wo? Ehrlich? Ich nicht. Wollt ihr einsteigen? Oh. Wer ist das? Alex, bist du das da vorne? Ja, ich guck grad. Warte, Wächter. Ich hab Angst. Rechts von der Straße. Ich lauf auf den Schienen. Okay, sehr gut. Ich hole ihn. Aber der liegt noch. Der lebt noch. Soll ich jetzt da hinfahren? Sag mir was! Ich seh Alex ganz links hin. Okay, hat den ich komm. Ich seh euch. Jo. Nehmt ihn. Ich guck, was er hat. Wer kommt? AK-Magazin, AKM-Magazin. Wer kommt da gerannt? Okay. Woodpile. Das ist nicht ganz Alex Gutes, sein, aber ich nehm's. Das bin ich! Okay. Jo. Ich nehme es trotzdem mal mit. Ja, die Axt hat er auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal weg und gucke, ob ich das irgendwie wieder hinkriege mit Daisy. Okay. Weil das startet gerade nicht. So, einfach also mal ich jetzt immerhin eine Alter, Axt, nicht ne? Überfahren. Mann, sag mal, wer hat hier den Hit? So. Alle. Was, gut. Wer hat was? Komm mal, alle. Doch, sehr gut. Wir sollten los. Das ist ein Heldenskin. Ist das der schwarze? Nee, ne? Oh. Nein, das ist dieser mit der schönen Sonnenbrille. So, wollen wir hinfahren? Ich würde sagen, Airfield. Dann müssen wir hier vorne Kamenkel gleich hochfahren. Okay, Mike, dann müsstest du mich mal navigieren, weil die Karte hängt bei mir jetzt hier nur so halb, ich sehe nicht ganz so viel. Soll ich fahren? Wer ist das hier? Ja. Okay. Wer ist das? Wow. Ich dachte, weil du so entgegengejoggt bist auf der Straße. Fabi, soll ich fahren? Soll ich ja. Steigt. Fahren wir schon. Hallo. Oh, warte. Dann halten wir richtig an. Ja, der Server leckt ein bisschen. Also bei mir läuft es gerade noch. Das liegt daran, dass wieder irgendein scheiß Update rauskommt. Soll ich aussteigen? Ja, steig aus. Sitzt jetzt jemand hier? Scheiße, da. Ach, da. Wie steig ich nicht rein? Nein. Ich habe aber da vorne irgendwo, glaube ich, auch so in der Luft so eine Waffe liegen sehen mit zwei Magazinen, irgendeine Pistole oder sowas. Aber so drin fahren die nicht. Jetzt sitzen wir hier. Genau hier rechts von uns ist das. So eine Waffe in der Luft mit zwei Magazinen. Da kommen Zombies aus der Hundewinter hinter uns. Ja. LOL, wir haben den Hund gegessen. Bei mir fahrt ihr gerade in den Wald. Ja, ja, ich fährt gerade durch den Wald. Wer fährt denn hier durch den Wald? Fahren bringt macht ja auch keinen. Mike, fährst du gerade? Ja. Schön, ja, man sieht ja. Ja. Ich meine, wenn links die Straße ist, fährt man immer rechts auf dem Feld. Ja, weil ja, links die Straße blockiert, nicht wie den Autos. Ja. Weil es ist schon verständlich. Ja, selbstverständlich. Okay, also wir fahren jetzt hoch zum nördlichen Airfield. Oh, glaube ja, ich. Mal, dass wir jetzt hier schön Waffen besorgen. Also ich habe ja noch meine M4A3 hier, CCO, aber eine Handfeuerwaffe habe ich trotzdem immer noch nicht. Der M9. Ja, und bei einem Supermarkt müssen wir auch nochmal halt machen, weil Essen und Trinken haben wir jetzt ja auch nicht für alle. Glaub ich auch nicht. Stimmt, ein SD. Was denn M9 SD? Du bist ja voll auf. Aber ohne Magazin. Oh. Ich hab nur noch eins. Es sind jetzt hier eigentlich alle gemeint, M4 5 mit. Ja, natürlich. Ja. 9 Magazinen müssen wir haben oder 12. Wir sind 3 hin und 2 vorne. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich hier mit mehr als 3 Leuten spiele. Also ist ja eigentlich schon relativ cool, also mit mehr Leuten durch DayZ zu spielen oder durch ja, zu ziehen. Haben, ja, das ist schon auf jeden Fall geil. Und ich denke, das liegt doch bloß so im Auto, weil es draußen war das jetzt nicht so schnell. Ja, das ist bei der Treffung so, dass die Autos verbuggt manchmal. Ja, sonst hätte man nämlich mit dem Kleinen fahren können. Also wer ist denn jetzt überhaupt ein bisschen ausgerüstet? Nur Mike und ich? Ja, ich hab ja, ich hab ja auch. Wer ist jetzt wer? Der Marc natürlich wieder hier. Ja, mit der MP5. Achso. Nee, ich hab jetzt leider 9 Magazin. Das ist blöd. Aber Essen und Trinken habt ihr alle nicht, oder? Nee. Nein. Ich hab's ja auch nicht. Essen müsst ihr noch haben. Ja, wir sind gleich in Toledo raus. Also nach der Stadt hier. Schön, super. Da könnte auch ein Bus spawnen, theoretisch.
Der Bus ist mitten im Scherben, von Scherben auf dem Feld. Ja, also, aber geil, wir haben übrigens den als